Na, fängst dich? Oha, Leute, Internet ist auf Krise angelehnt. Na? Das darf doch nicht wahr sein. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Five Nights at Freddy's Video Folge. Leute, wie ihr schon sehen könnt, ja, wir werden heute Chica machen. Die ist heute weg und ich muss euch mal was Krasses erzählen. Gestern hatten wir, also in der letzten Folge, hatten wir so ein kleines Problemchen, okay? Ja, apropos Problemchen. Ich hoffe, dass wir jetzt heute keine Probleme haben. Aber es sieht aktuell ganz schwierig aus. Och nö, bitte YouTube, mach jetzt nicht diesen. Och nö, Leute. Ah, ganz schlecht. Oh nein. Digga, in die Leitung leckt, dann bin ich am Ass. Ich kann da nichts machen, Leute. Oh, Internet ist wieder da. Also, ich muss euch was erzählen. Ich hoffe, das wird heute kein Krampf, ne? Ey, es geht hier schon wieder los. Die Probleme fangen an. 2 Monate, nachdem ich endlich mal so ein Upgrade für meine Leitungen vorgenommen habe, geht's wieder los. Das ist immer das Gleiche. Nach ein paar Monaten spackt das Internet hier wieder mega rum. Also pass auf, Leute, ich mach ganz schnell. Wir haben gestern die Mission bekommen, dass wir den Luftschacht in Labby Training untersuchen sollen, ja? Oh, meine Fresse nochmal. Bitte, Internet. Mann, Alter! Ich krieg die Krise! Seht zu jetzt! Ich werd richtig sauer, Leute! Das nervt mich! Boah! Ey, ich guck mir das eine Viertelstunde an. Franz Dor, herzlich willkommen in der Familie. Kuss geht raus. Ich guck mir das eine halbe Stunde an. Wenn das hier nicht besser wird, dann müssen wir auf Videos umswitchen. Nützt nichts. Dann nehme ich ab jetzt Five Nights at Freddy's auf. Ich will euch mal sagen, gestern hatten wir ein Problem, ja? Wir wussten nicht mehr wohin. Und das ist in Five Nights at Freddy's ja der Standard, ey. Warte mal ganz kurz! Ich war doch noch nicht bereit! Ich war doch noch nicht bereit! Okay. Labby Training, Leute, ist das Stichwort. Damit konnten wir gestern nichts anfangen. Und das ist in Five Nights at Freddy's das Problem. Die Sachen sind falsch übersetzt. Oh, bitte, ey. Mach nicht den, Alter. Komm. Ich kann's mir... Ich blende es jetzt erstmal aus. So. Ich kann's mir noch nicht lange angucken. Wir schauen mal rüber. Also, Labby Training ist halt falsch übersetzt, Leute. Och, Mann, Roxy! Warte doch mal! Ich bin, glaube ich, tot. Nee. Das, was ihr da oben gesehen habt, diesen Laden da oben, das ist Labby Training. Der heißt Maze Riser oder so. Maze Rise, irgendwie sowas. Ja, moin. Und da müssen wir jetzt eigentlich hin. Labby Training gibt's gar nicht. Man muss erstmal darauf kommen, dass das Ding eigentlich Maze Rise heißt. Und wir müssen jetzt quasi nach da oben gehen. Ja, aber das ist halt das Problem so. Ja, voilà, Krise. Okay, wir gehen jetzt erstmal gucken. Wir schauen mal. Ich brauche gut Feedback, ne? Von euch, Leute, ob sich das hier wieder fängt. Oh, Baby. So, wir gehen mal nach oben. Und dann würde ich mal sagen, wäre das wahrscheinlich gleich auch schon das nächste Gebiet. Grüße bitte. Da waren wir gestern halt auch, ne? Aber ich wusste halt nicht, dass wir da. Also, soweit ich weiß. Ich hoffe, das ist es jetzt auch. Aber ich gehe davon sehr stark aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt hier hin müssen. Ich habe es halt nachrecherchiert, ne? Das ist halt das Ding. Wir verwenden mal jetzt
Ja, tatsächlich, Leute. Hier können wir rein. Das ist die Labby-Training-Karte. Hier. Maser Rise ist, also das steht, ihr seht, ne? Da steht Labby Training, aber so heißt der Shop halt nicht. Also, wo wir jetzt reingehen, das ist das Ding. Dankeschön für eure Donuts, Franz Dorne. Grüße gehen raus an Kate und Kai. Oh Leute, damit können wir nicht streamen, Alter. Ich sag euch ehrlich, das geht so nicht. Oh Baby. Das ist sehr, sehr belastend. Es tut mir auch überleid. Roblox Gamer haut hier auch nochmal einen Zweier rein. Ne? Leute, was mache ich denn da jetzt? Soll ich nochmal den Router neu starten? Ich starte nochmal neu, ne? Soll ich nochmal neu starten? Ja, ich mach gern. Wir gucken mal, wie es läuft. Ach, Leute. Ich musste den Router neu starten, ne? Tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht. Also, es könnte heute das letzte Mal sein, dass ich streame. Ich sag euch, wie es ist. Also ihr wisst ja, wie es ist, ne? Das ist die größte Angst von Streamern immer, dass das mit dem Internet nicht so gut funktioniert. Ich bin jetzt auf jeden Fall da. Leute, er hat McDonald's-Internet vielleicht. Als ob der das geschrieben hat. Oh, Leute, komm. Wir probieren es jetzt auf jeden Fall nochmal. Tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Kuss geht raus an alle, die noch am Start sind, ja. Das ist natürlich so nicht gewollt, aber ja, ich kann halt dagegen nichts machen. Seitdem Corona ist, kann man irgendwie nicht mehr viel tun. Aber ich sehe jetzt gerade, momentan funktioniert. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall in Labby Training drin. Und hier geht es jetzt auch weiter. Und wir müssen uns so einen komischen Partypass irgendwie besorgen. Habe ich zumindest noch auf dem Schirm. Aber ich gucke jetzt hier gerade noch, ob hier irgendwo so ein Geschenk ist oder sowas. Alice, Dankeschön für 2 Euro. Schmeißt sie so einen Superchat rein. Vielen, vielen Dank. Good luck, have fun, schreibt sie. Aha, aha, so ein Ding ist das. Okay, Leute, vorsichtig. Wir sind jetzt wieder mittendrin und ich weiß nicht, wer hier auf uns wartet. I wonder what the right combination is. Oh Gott, Leute. Wir sind jetzt tatsächlich... Hä? Wir können hiermit das Labyrinth verändern. Oha, das ist natürlich krass. Wir speichern jetzt erstmal ab. Auf locker. Hat sich herausgestellt, dass meine Bestellung in deinem Shop nicht verspätet ist, sondern die Bestellung ist schiefgelaufen. Ich habe auch keine Bestellbestätigung bekommen. Sag mal, kannst du mal aufhören, auf den Sack zu gehen? Was? Ich bin in einem Labyrinth. In diesem Labyrinth befindet sich ein Lüftungsschacht, der hinauf zu den Monte Golf Stegen führt. Irgendwo sollte ein Bedienfeld für das Labyrinth sein. Ah ja, das haben wir doch gerade gesehen, oder nicht? Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Wir müssen auf den kleinen Aal hier mal aufpassen. So, wir gucken mal. Nun gut. So, weiter geht's. Also da können wir jetzt erstmal nicht viel machen. Alice, schmeiß nochmal 2 Euro rein und es kommt ein Hey Du mit dem Supersticker. Hallo Alice, wie geht's, wie steht's? Wir können jetzt aber echt nicht viel in diesem Labyrinth machen. Ne? Wir müssen uns jetzt hier irgendwie so ein bisschen durchtanken. Okay, okay, ich verstehe. Gucken mal weiter. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Doch nicht. Sieht doch nicht gut aus, Leute. Das ist ja ein richtiges Labyrinth. Alter. Als ob. Och nö. Hallo? Hm. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo wir durchgehen müssen. Der ist ja richtig. Also, heiliger Aal. Der meint's ja mega ernst. Der Typ. Wo muss ich denn jetzt... Wir müssen uns das Labyrinth irgendwie versuchen, so halber einzuprägen. Dafür sollte ich eventuell nicht ganz so schnell laufen. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Wir können diese... Können wir diese Sachen irgendwie verändern? Diese Räume hier verschieben oder so? Ich glaube schon, ne? Oder sind wir an diesem Bedienfeld schon vorbeigelaufen? Muss ich gleich mal überprüfen. Ich glaube schon. Franz Dor, danke auch dir nochmal für 1 Euro. Kuss! Bin ich jetzt vorsichtig? Was ist das hier? Mal ganz kurz was gucken. Wo ist dieses... Ich kann das verdammte Bedienfeld halt nicht... Doch. Finde den Steuerungsschlüssel. Was? Was war das?
Finde den Steuerungsschlüssel zum Labby-Training im Kita-Theater. Wo ist jetzt das Kita-Theater? Wir können hier jetzt erstmal wieder nicht rein. Wir müssen jetzt irgendwie zum Theater oder sowas gehen. Die Frage ist, wo ist das Kita-Theater, Leute? Wo war denn nochmal das Kita-Theater? Müssen wir uns das erstmal hier reinziehen? Ey! Ich glaube... Schlecht! Ganz schlecht! Die läuft mir noch hinterher, ne? Die läuft mir noch hinterher. Spring! Als ob. Oh, ich bin bei den Rolltreppen sicher. Ja, easy. Ja, easy. Ich bin bei den Rolltreppen sicher. Leute, alles entspannt. Ich bin safe bei den Rolltreppen. Perfekt. Ah, ist das entspannt. Ich könnte ja eigentlich auch nächstes Mal die Kamera benutzen. Wir haben hier, glaube ich, dieses Ding. Und mit der Kamera kann ich ihr sonst auch mal ins Auge schießen. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, wo war denn nochmal das Kindertheater? Abspeichern brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich habe bisher noch nichts geschafft, was jetzt relevant war irgendwie. Deswegen, ich glaube, abspeichern ist jetzt erstmal unnötig. Aber die Frage... Ich müsste eventuell mal das Spiel, ich sag euch ehrlich, auf Englisch stellen, damit ich weiß, wo wir hin müssen. Es ist leider so. Hier, Daycare Theater, ins Daycare Theater. Und ich glaube, ich weiß auch, wo das war. So, dann mach ich mal das Game wieder auf Deutsch. Das ist nämlich jetzt mein Trick, damit wir hier immer schön vorankommen. Die englischen Begriffe, das steht hier auch so überall an. Freddy, was machst du denn hier? Mensch, Freddy. Ich will da nicht rein. Mach zu jetzt. Mach zu. Ja. Ihr werdet mich viel daran erinnern, abzuspeichern. Das ist lieb von euch. Grüße gehen raus an Taylor Bernd. Ja, ich habe Freddy das letzte Mal am Fahrstuhl schimmeln lassen, ne? Das ist schon richtig, da hast du recht. Ist das Daycare-Theater nicht? Das ist Superstar Daycare. Ja, ich glaube, das ist hier, Leute. Und dann gehen wir mal weiter. Hier irgendwo muss dieses Theater sein. Das heißt, wir werden hier, denke ich mal, schon in der richtigen Richtung uns bewegen. Okay, ich speichere mal hier ab. Auf chillig. Gut. Okay, mal gucken. Oh nein. Franz Dorr! Dankeschön für 5 Euro! Alter Schwede! Da muss ich jetzt aber gleich mal gucken, was er schreibt hier. Ich bleib jetzt erstmal kurz hier drin. Unsere Kids finden dich so mega cool und wollten, dass ich dir nochmal schreibe, dass du der Coolste bist. Grüße von Kai und Kate nochmal. Pass mal auf, mein Bester. Ich komm sofort. Diggi, danke erstmal für die Donos. Ich habe hier 2 Autogrammkarten. Ich mache die den beiden fertig. Meine E-Mail-Adresse ist business, also business.denome@gmail.com. Schreibt da gerne mal hin und schickt mir die Adresse von euch. Dann sende ich euch ein paar Autogrammkarten raus. Na, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich signiere die einmal ganz fix. Und dann mache ich das fertig. Hashtag Ehre in die Kommentare, ne? Hashtag Ehre in die Kommentare, Leute. Wenn ihr den Move feiert. Weil ich feiere ihn auf jeden Fall. Kate kriegt eine. Und der Kai, der bekommt jetzt auch noch eine. Ich wollte den erst beide eine schicken, aber ich habe mir gedacht, nee, nicht, dass die sich streiten oder einer macht die eine kaputt. Das machen wir schon. Ich schicke die euch zu. Müsst mir nur ein paar Tage Zeit geben. Ich bin bei Paketen immer, das ist immer so ein bisschen Krise.
Coole Aktion. Feiert ihr? Guck hier. Ich habe für beide eine fertig gemacht, okay? Ja. Gut. Also, weiter geht's, Freunde. Ich finde das halt immer schön, ne? Wenn Eltern sich um ihre Kinder kümmern und dann zum Beispiel auch eine Dono oder sowas reinschmeißen und sagen, ey, yo, unsere Kids feiern dich und so weiter. Ich muss schon sagen, das ist cooler Support, aber halt natürlich, Leute, alles entspannt, das müsst ihr nicht machen. Aber ich finde es immer cool, wenn die Eltern sich da einfach so hart für ihre Kinder einsetzen, ne? Und dann muss ich das halt auch einfach mal rentieren. Ist das das Festbier-Theater? Ist das hier das Daycare? Wow! Chill! Wir bleiben hier. Ja, okay, da ist nichts passiert, Leute. Ich weiß nicht, die chillen da aber auch manchmal echt auf Krise, ne? So. Was ist das hier? Hier sind so Kuscheltiere und so weiter. Aha. Aber ich kann da jetzt irgendwie erstmal so generell nicht viel machen. Wir haben hier oben noch so ein Geschenk. Da müsste jetzt irgendwie am besten raufkommen. Kann ich da... Komme ich da irgendwie... Hallo? Hä? Kann mir das mal einer erklären, warum ich... Egal, wir haben Freddy-Maske. Passt schon. Sehr gut. Vorsichtig. Ah, geh mal weg. Übel Sonic. Schmatzer geht raus. Freddy Fazbear's Fazbear Theater. Now wir sind jetzt beim Freddy Fazbear Theater, Leute. Wow. Guck dir mal das Riesenkino an, Mann. Wie cool. Yo. Voll das geile Kino, Mann. Ich will mir auch so einen miesen Kinofilm reinziehen. Muss ich von hier oben irgendwas machen? Das sieht fast danach aus, ne? Aber es sieht nicht... Nee, nee. Wir müssen hier nichts tun. Wir gehen dann direkt mal links runter, Leute. Schauen uns mal an, was hier im Kino geht. Freddy? Ich habe so das Gefühl, Mann, der lässt mich nicht in Ruhe. Weißt du, ich meine? Ich gehe mal in deinen Bauch rein. Auf entspannter Basis. So, jetzt können wir hier in Ruhe chillen. Freddy hat auf jeden Fall nicht mehr so viel Saft. Das ist ein bisschen belastend. Aber alles cool hier erstmal. Ich weiß halt nicht, was das hier für Kinobots sind. Müssen wir gleich mal gucken. Ich sammle jetzt erstmal die Tasche ein, Leute. Das ist wieder irgend so eine Notiz. Ich lese mir die vielleicht mal ganz schnell durch. Gestohlenes Eigentum. Irgendwer ist in die Vitrine in Rockstar Row eingebrochen und hat die Prototypen des Music Man Aufziehspielzeugs gestohlen. Die Vitrine wurde zerschlagen und der Boden ist voller Glas, aber keine Spur von einem Einbruch, sonst fehlt offenbar nichts. Es ist mir schleierhaft, wie der Täter ins Gebäude kam und warum man nichts auf den Kameraaufnahmen sieht. Was soll ich jetzt tun? Die Polizei anrufen und einen Einbruch melden? Vanessa. Hallo? Hallo? Bist du ein ganz... Ja, das ist ein ganz lieber. Ich will, dass du dein Autogramm auf meinen Arm tätowierst, Bjarne, ne? Übertreibst du schon wieder? Bjarne, halt! Halt den Rand, Digga! Du wieder, Junge! Zu gut! Wie geht's dir, mein Bester? Ich glaube, wir müssen hinter das Theater, Leute. Es sieht danach aus. Ich sollte echt mal abspeichern, Leon, oder? Meinst du? Oh, wir gucken mal, Leute. Ich gehe jetzt erstmal ganz nach unten. Anscheinend sind wir hier richtig. Wir sind hier anscheinend richtig, Leute. Oh nein, nicht wieder die Dumbo-Bots, ne? Nicht wieder die Dumbo-Bots! Och nö! Gar kein Bock. Oh, bitte nicht die Dumbo-Bots. Manu. Ich war... Okay, nee. Noch ist alles entspannt, aber... Ist das deren Showroom hier irgendwie? Sieht ganz danach aus, ne? Freddy? Freddy? Habt ihr den Rennen hören? Der ist ja ewig weit weg. Freddy! Ja. Gut. Also er kommt erstmal nicht, glaube ich. Junge, wie lange läuft der? Freddy, Mann, du bist ja richtig sportlich unterwegs. Freddy, hier drüben bin ich! Er nimmt den Umweg des Todes.
kannst knicken. Den Typen kannst doch knicken, oder was? Der kommt doch nie. Egal. Wir machen das schon. Wir müssen erstmal gucken, wo wir demnächst abspeichern können, ne? Der Chat immer wieder so alle 3 Sekunden so. Abspeichern! Danny, speichern! Schnell! Was ist das hier? Oh, eine Trophäe, die will ich mitnehmen. Ich finde sowas voll cool. Hier ist ein Klo anscheinend. Hallo, ist hier irgendwas? Nö, gar nichts. Gehen wir mal raus da aus der Toilette. Gucken uns mal diese Räume hier an. Da waren wir ja gerade drin, ne? Genau. Dann gehen wir mal da hinten lang. Diese ganzen Ektoskelette, das sind ja diese, das sind ja eigentlich diese Animatronics, ne? Hm. Ready. Geht das nächste Mal ein bisschen schneller? Na, hoffentlich. Okay. Franz Dohr, Dankeschön nochmal für 2 Euro. Das sind die Eltern von Kai und Kate anscheinend. So. Senden dir die Adresse. Wir können hier speichern und hier ist ein Paket. Das sieht schon wieder danach aus, als würde hier gleich was passieren. Ihr sendet mir die Adresse auf Instagram, weiß ich Bescheid. Ist okay. Ist okay. So. Machen wir mal das Paket auf. Ich habe abgespeichert. Wir haben den Steuerungsschlüssel zum Labby-Training. Nur habe ich jetzt das Gefühl, dass hier irgendwas passieren wird. Haha! Ja, genau so sehe ich aus! Freddy! Oh nö, Freddy. Freddy! Mann, Freddy, komm doch mal her jetzt! Hä? Auch Freddy ist doch ein Idiot, ne? Kamil Brawl Stars, Dankeschön für 99 Cent! Also für 1 €. Wir gehen rein. Guck mal, ne? Ja! Ja! Da guckt ihr, ne? Ihr Dumbo-Bots. Könnt ihr mir jetzt hinterher rennen? Wisst doch gar nicht, dass ich da bin. Könnt machen, was ihr wollt. Ich hab Freddy dabei. Die dachten, die könnten mich kriegen, aber nix, Alter, nix. So, Freddy, ich muss Feierabend machen mit dir. Dir geht's halt echt nicht gut, ne, Kollege? Du bist ja schon fast leer. Ich muss los. Mit Freddy ist natürlich entspannt, Leute. Pass mal auf. Gib ich mir noch die schmucke Kamera. Cheese! Perfekt. Ja. Die haben gerade mal richtig gestruggelt, Leute. Da war mal Feierabend bei denen. So, jetzt müssen wir hier irgendwie nur noch rauskommen. Vorsichtig. Sehr gut. Und easy, Leute. War easy. War niemals leichter. Oh. Monty? Ja. Alles safe, Leute. Also Monty hat mich eigentlich gar nicht gesehen. Die sind halt schon Idioten, ne? Muss ich ehrlich sagen. Geh in die Rutsche. Wir waren hier schon drin, Leute. Wir waren hier wirklich schon drin. Wir haben ja alles rausgenommen, was geht. Wir waren da oben auf dem Turm und haben da Sachen gefunden. Also hier sind wir auf jeden Fall schon komplett fertig. Ich habe oben angepinnt, ne? Schaffen wir heute... Ready? Ich glaube... Freddy, ich glaube, wir müssen da mal ganz schnell reingehen jetzt. Oh, bitte, ne? Wenn der jetzt direkt leer geht. Ist jetzt aufgeladen, Bro? Ich weiß halt nicht, Leute. Wenn der aufgeladen ist, wäre natürlich nicht schlecht. Ich gehe mal abspeichern kurz. Denno, was magst du mehr? Tomaten oder Diesel? Ist das dein Ernst? Tomaten, Bruder. Wie viel Saft hat der jetzt noch? Er ist komplett voll. Ein lockeres Ding, Leute. Find's halt nur blöd, dass man mit dem nicht rennen kann. Weil der rennt ja richtig schnell eigentlich, ne? Okay, ich gehe raus. Wir haben ihn aufgeladen, auf entspannt. Ein deutscher YouTuber spielt gerne im Bällebad. Kuss, Brudi. Bjarne? Digga, ich sag dir ganz ehrlich, Kollege. Es gibt bald eine Rückhandschelle, ne? Du Blödmann. Bjarne Genatowski labert Müll.
Okay, lassen wir es. Grüß mich mal mit einem Schmatzer, Kai B. Danke, mein Abspeicher-Kompagnon. Racco Squad sagt, sag mal bitte meinen Namen, Bruder, bitte. Denno, bitte lest das vor. Leute, ihr müsst den Stream liken. Hab ich gemacht. Wenn Leute liken, ist okay. Wir gehen rein. Oben müssen wir jetzt zu diesem Maze Rise erstmal kommen. Und ich glaube auch, dass wir am besten über die rechte Rolltreppe hochziehen. Und dann gucken wir mal, ne? Dominik, Alter, was geht? Oh, Dominik! Ich wurde gerade erwischt, Brudi. Bitte. Ach, Fuzzi. Guck dir diesen Dulli-Menschen da drüben an. Also, ist ja kein Mensch, aber ist halt so ein blöder Wolf, ne? Easy. Die finden mich eh nicht, ich bin zu klein. Ich habe diesen dunklen Hoodie. Apropos, Leute, muss einmal darauf hinweisen, das hier ist Werbung. Falls ihr noch Merch haben wollt, 3D Supply, gerne mal in die Kommentare droppen. An die Mods einmal bitte für diesen Pullover den Link reinsetzen, beziehungsweise generell auch für den Merch, falls ihr noch Interesse habt. Gibt auch Autogrammkarten, wenn man sich den Merch bestellt. Werbung Ende. Wichtig. Hallo? Kannst du mal... Guck mal, wie der da auch echt reinguckt, ne? Meine Güte nochmal. Wir speichern jetzt ab, Leute. Wenn du ein Erdnussflip oder Tylfas rechter Zehfuß sein könntest, was eher? Boah, dann bin ich lieber der Erdnussflip, ne? Was ist denn drücken? Was? Was ist das denn? Egal. Ich hab's, glaube ich, geklärt. Auf locker. Okay, dieser Eingang hier ist schon dicht. Wir gehen mal da drüben rein. Der Eingang... Oh, nö, ne? Was hab ich denn da jetzt gemacht? Ich hab das ganze Labyrinth verstellt. Aber man kann ja auch nicht sehen, was man da macht. Ich mach mal die drei. Sieht man nicht. Ich könnte aber wahrscheinlich die Kamera benutzen. Nehme ich sehr stark an. Ja, könnte ich. Also. So, wir gucken mal. Auf der rechten Seite kommen wir anscheinend nicht. Doch. Da kommen wir noch rein. Hier lang. Da ist frei. Digga, das war's. Ich glaube, über rechte Seite kommen wir jetzt durch. Seine Runde. Der macht hier seine Runde. Das war sehr knapp, Leute. Okay, so. Der das gerade gehört. War da gerade ein Animatronic oder so? Glaube ja. Habe ich nicht hier gerade gesehen, dass man da durchgehen konnte? Ich war der Meinung, ich habe das jetzt irgendwie eingestellt. Okay, Leute, wir kriegen das schon hin. Die Kameras im Auge behalten. Also, wenn wir jetzt von rechts reinkommen, dann können wir gerade... Wir können geradeaus nicht durch, oder? Ich muss mal kurz gucken in die Kamera rein. Ah, das sieht man jetzt sehr schlecht. Kann man auf die andere Seite wechseln? Hallo? Sehr gut. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, wir gucken mal von rechts. Da geht auf jeden Fall gar nichts, Leute. Ich werde mal hier was umstellen. Rechts ist komplett geblockt. Wir können jetzt rechts damit aufmachen. Also wenn wir den vierten Knopf drücken, haben wir... Boah, ich bin so lost, ne? Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Auch alles zu. Ich mach mal die 1. Ist hier irgendwie so eine Karte oder so? Ich kann ja mal in die Nachrichten gucken. Hinter dem Labyrinth. Ja, wir haben hier nichts. Nee. Es gibt zum Labyrinth keinen Trick.
Dann müssen wir mit der Kamera halt jetzt weiter dranbleiben, Leute. So, wenn wir... Also links kommen wir jetzt rein und dann können wir diesen Weg hier nehmen. Erstmal diesen Weg. So, dann laufen wir hier lang. Dann könnten wir... Wir könnten auch hier rechts gehen und könnten das Labyrinth hier nehmen und könnten hier rum. Das könnte eventuell... Ah, das führt jetzt... Ich muss mal gucken. Das war sehr knapp. Ich muss mal schauen, ob das jetzt was wird. Gehen mal hier weiter gucken, so. Okay, hier ist jetzt bisher alles zu. Hier auch, aber da können wir jetzt noch weiter durch. Okay. Also wir haben die linke Seite erstmal relativ gut geöffnet. So. Ist halt das Ding, ne? Du gehst hier rein, aber ich habe das Gefühl, das Labyrinth ist ganz anders. Weil du kannst ja auch noch hier durchgehen. Dann hier so durch. Dann da hinten. Da wird es langsam ein bisschen tricky, wenn wir jetzt hier so... Ah, das, ich glaube, das Teil steht davor, ne? Und deswegen könnten wir von hier... Hier oben auch nicht rumlaufen. Ich kann ja mal den dritten aktivieren. Was haben wir jetzt gemacht? Wir können jetzt immer noch da so durchgehen. Hier drüben. Ich glaube, jetzt ist das Labyrinth gut. Ich glaube, jetzt haben wir es. Hier vorne. Direkt hier durch. Dann hier durch. Dann da so. Ja. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Und... Warte mal. Nein! Es fehlt noch etwas. Oh, verdammt, Leute. Warte mal, ich muss mich mal in der Kamera ganz kurz betrachten. Kann man noch von hier... Aha! So ein Ding ist das. Da ist der Schacht. Und das Ding müssen wir nochmal verdrehen. Also wir brauchen echt den Kamera-Way, ne? Wir haben jetzt aber wirklich schon ziemlich gut, glaube ich... Ist nach vorne durchgearbeitet. Es könnte sein, dass wir am fünften Knopf noch was machen müssen. Das müsste ich jetzt halt mal checken. Oh nö, er hat mich schon wieder erwischt. Lass dich nicht mal verpissen. Danke. So, wir machen den fünften Knopf. Guck mal. Das hat nichts gebracht. Original gar nichts. Wir drücken wieder den fünften Knopf, weil so war bisher auch alles gut. Ich gehe mal den zweiten Knopf drücken. Ja. Das hier hat jetzt irgendwie anscheinend was gebracht. Nee, doch nicht. Das hat jetzt irgendwie mal gar nichts gebracht. Ich drücke den zweiten Knopf mal wieder. Dann drücken wir den Knopf Nummer 4. Auch nicht. Knopf Nummer 1. Ja, das hat schon was gebracht. Wir kommen jetzt fast bis zu dem Tor, ne? Müssen wir Knopf 2 vielleicht nochmal drücken? Nee, auch nicht. Auch nicht, Leute. Was ist das denn? Was ist das denn? Für einen Knopf noch? Als ob es da noch mehr Kombinationen gibt! Ja, moin. Krass. So, jetzt haben wir das Ding doch mal langsam. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass der Eingang hier so ein bisschen geblockt ist. Wir das Teil jetzt noch einmal drehen. Auch noch nicht. Wir müssen von ganz hinten anfangen. Ne? Ich habe eine geile Idee. Hätte nicht gedacht, dass das so knifflig ist auch. So, das sieht schon mal ganz gut aus. So, dann machen wir mal Nummer 2. Wenn wir das jetzt hier so ein bisschen drehen, das hat jetzt erstmal nicht so viel gebracht.
wir nochmal um 1 drehen. Es dreht sich dann so irgendwie in die andere Richtung weg, ne? Wie oft kann sich das Ding drehen, bitte? Kann mir das mal jemand sagen? Das kann sich ja anscheinend richtig oft drehen. Vier Kombinationen gibt es hier. Als ob. Boah, das wird schwer, ne? Warte mal, dann drehen wir vielleicht nochmal im zweiten so ein bisschen. Wie kriegen wir den Aal denn jetzt hier mal gedreht? Vielleicht sollten wir das dann so machen und dann bei der 1 mal so ein bisschen was ausprobieren. Okay, ich drehe das jetzt viermal. Hat auch nichts gebracht. Auch nichts. Ich habe viermal gedreht. Fünfmal. Fünfmal können wir diese Dinger drehen. Okay, das ist sehr heftig. Das Problem ist halt einfach, dass wir nach da hinten müssen. Und wir kommen da halt nicht durch, ne? Weil wir dieses Tor hier nicht wegkriegen. Wir bekommen das Tor halt einfach nicht weg. Müssen wir jetzt echt mal gucken, wie wir das Ganze angehen, ne? Man sieht ja auch, dass hier nichts passiert. Ich drück jetzt irgendwie mal auf die 3 oder so. Und man sieht auf dem Bildschirm, da passiert auch einfach nichts. Ist das hier möglicherweise der richtige Weg oder was? So. Werd mal bei der 5 ein bisschen was drehen. Oh, Baby! Lass den Schalter mal auf. So links, rechts mäßig. Leute, ey. Ich habe keine Ahnung, wie das Rätsel ist. Dominik, Dankeschön für 2 Euro. Und der sagt, sag mal, ich mag Ananaspizza. Das würde ich nicht mal für 20 Euro machen, Digga. Sorry. Netter Versuch. Netter Versuch, aber nein. Oha, waren wir eigentlich gerade bei fast 1000 Zuschauern? Ich weiß nicht, was mein YouTube-Ding da gerade gesehen hat, aber heftig. Krass. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, wie man das Labyrinth benutzt, ey. Spiel, gib doch mal mehr Tipps oder so. Hallo. Komm schon. Das Ding ist halt einfach abgesperrt. Wir können da nicht viel machen. Wir müssen an der 1 irgendwie ein bisschen rumhantieren. Nee. Jetzt. Wir haben das irgendwie zusammengelöst. Weißt du was? Scheiß drauf. Ich gehe jetzt direkt durchziehen. Ich gucke, ob wir reinkommen. Möglicherweise haben wir es geschafft. Ich kann es euch nicht sagen. Guck. Wir schauen, dass wir hier irgendwie vielleicht durchkommen. Es wird schon laufen. Nee, das sieht schlecht aus. Vielleicht hier rüber. Nee, auch nicht. Ja, das Labyrinth ist auf der Hinterseite komplett fertiggestellt. Das heißt, wir haben den Ausgang. Den haben wir jetzt schon mal irgendwie mehr oder weniger schick gemacht. Jetzt müssen wir halt nur noch dafür sorgen, dass wir diesen Eingang irgendwie mal ganz schnell wieder ins Lot kriegen. Und hier verläuft man sich halt echt schnell, ne? Das Labyrinth ist wirklich eine ziemlich schwere Aufgabe. Puh. So. Da wir das jetzt hier fertig haben, gehen wir jetzt bei der linken Kamera mal gucken. Wir kommen hier unten rein, Leute. Da ist der Room. Dann können wir hier so durchgehen. Und dann wäre der Weg hier so rum. Dann könnten wir da so rumgehen. Hier, da nach hinten. Aber hier sind diese Türen verschlossen. Wir machen mal die 3. Ah, jetzt haben wir hier einen sehr interessanten Weg gebaut. Wir können jetzt hier so rum. Bis hierhin. Ich weiß halt nicht. Warte mal. Der Weg hier scheint frei, ne? Ja, der Weg hier scheint frei. Okay. Der Weg hier scheint frei zu sein. Wir könnten hier rum, da so rum. Aber
hier haben wir noch das Problem. Wir müssen vielleicht nochmal den Schalter drücken und an der 3 was drehen. Boah, jetzt gehen wir hier so rein, da so lang, da direkt durch, hier hinter. Und wie es ausschaut. Da sind diese grünen Wände. Diese hier. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Alter, ich glaube, das passt jetzt. Als ob. Der Rätselmeister, oder? Wir gucken. Ich bin super gespannt. Yes! Easy! Ja, Mann! Leute, wir haben es geschafft, Alter. Jawoll! GG. Ich muss hier aber auch nochmal irgendwie... Weißt du was? Nee, 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 nee. Ich speichere kurz ab. Das ist mir zu unsicher hier, die Kiste. Wenn da jetzt was passiert... Nein, 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 Freunde. Tut mir sehr leid, aber das müssen wir auf jeden Fall nochmal speichern. Sicher ist sicher. Digga, ich war doch hinter der Tür. So. Das Ding ist gespeichert. Alles entspannt. Ich muss jetzt nur noch mal den Weg kurz finden. Ja. Und dann müssen wir nur noch in diesen Schacht reinklettern. Okay. Chillig. Ja, dieser verdammte Krabbeltypi kommt jetzt sowieso wieder. War ein Witz. Er kommt doch nicht. Kommt der hier? Seht ihr das? Wow. Was ist das denn? Ich bin jetzt im Alligator Center oder so? Crazy. Okay. Ich halte die Kanone bereit. Was ist das? Oha. Spritzeimer füllen? Monty! Ist das ein Bossfight? Was macht der denn da? Rock'n'Roll! Rock'n'Roll, Baby! Okay! Chill, Bruder! Ich habe einen Hit gemacht. Ich weiß nur nicht, was mir das gebracht hat. Was soll ich mit diesen Schüssen machen? Ich muss kurz Mission gucken. Wir gucken einmal. Schalte Monty aus. Ich weiß ja echt nicht, was das bringen soll. Ne? Was machen wir damit? Okay, Monty ist jetzt hier irgendwie... Was soll das bedeuten? Was machen wir da gerade mit den Kanonen? Müssen die da rein?
glaube schon. Ich glaube schon. Der macht die Kanonen ein nach der anderen kaputt. Oh nee, ne? Das ist ja richtig schlecht jetzt. Er ist jetzt schon da drüben. Monty! Bleib mal locker hier! Verdammtes Krokodil! Da hinten ist noch eine Kanone. Die sieht irgendwie noch gut aus. Ich weiß halt nur nicht, was wir mit dem Ding da irgendwie machen sollen, ne? Hä? Wir können ihn halt nicht aufhalten. Oh nein! Müssen wir diesen Eimer da füllen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Dominik, Dankeschön für 2 Euro. Jawohl. Wir haben da ordentlich was reingeshootet. Monty. Er drückt den Knopf. Was passiert jetzt? Digga, einfach Monty gefinisht. Was? Der Typ ist im Ass, Alter. Ich hab seine Ehre genommen. Ja, das warst du nicht, Brudi. Du Lappen. Easy. Ich nehme seine Krallen, Alter. Leckeres Ding. Ich hab Montys Clown. Der geht mir nicht mehr auf die Eier. Das kann ich euch sagen. Chillig. Hier ist auch nichts mehr. Nicht, dass wir noch was übersehen haben. Nö. Gut, wo müssen wir raus? Hä? Ich kann durch die Box durchlaufen. Okay. Monty ist auf einmal verschwunden. Monty ist nicht mehr da. Okay. Ich kann hier auf jeden Fall nicht rüberspringen. Hätte ich jetzt eigentlich fast vermutet. Ah ja. Die Sonne durch diese Lüftung schaffen. Monty erledigt, Leute. Monty erledigt. Tschüssi, mein Bester. Das war's für dich. Jetzt hole ich mir Chica. Leute, noch mal eine ganz kurze Info, ne? Auch mal, könnt ihr in die Kommentare gerne schreiben. Wer wünscht sich noch eine Videoreihe von dem Spiel? Ah, scheiße. Kommt Monty jetzt? Ja, könnt so viel Alarm machen, wie ihr wollt. Wer wünscht sich noch eine Videoreihe von diesem Game? Können wir da eigentlich hochklettern? Ja, können wir. Voll gut. Soll ich echt machen? Ich weiß halt nicht, ne? Ich weiß halt nicht. Nee, ich war da noch nicht, Dominik. Ich habe deine Nachricht gelesen, aber ich hatte gerade ein bisschen zu tun, Brudi. War gerade, ich hatte gerade einen brutalen Fight mit dem Boss, ne? Soll ich wirklich? Weil sonst würde ich morgen einfach mal gucken, dass ich... Also, ihr... Kurz, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn... Also, ich hab's ja... Ich mach's ja immer so. Ich spiele etwas im Stream. Und dann bringe ich jetzt irgendwie ein Video dazu. Und ihr wisst, dass ich immer neu auf das Spiel reacte. Und es ist ein wenig Schauspielerei dabei. Ich kenne das Spiel ja eigentlich schon. Aber dass die Reactions halt dementsprechend passen. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich das machen. Also wenn jetzt viele sagen so... Digi, Alter, bitte? Video? Junge, dann kann ich mal gucken, ob wir eins daily machen. Wenn ihr da Bock drauf habt. Luis Hove, das hast du nicht geschrieben, oder? Du Gemeinling.
Ja, das Ding ist, viele andere YouTuber übertreiben halt momentan und die haben so viele Videos hochgeladen, nur das Game, spielen nur dieses Spiel, ne? Und ich habe mir halt gedacht so, nee, ey, ich kann jetzt nicht 3 Videos jeden Tag nur Five Nights at Freddy's machen, das geht halt nicht. Das ist ja auch nicht der Content, mit dem ich so normalerweise halt auch auftrete. Und dann habe ich mir halt gedacht so, okay, dann streamst du es erstmal, weil da schaffst du halt mehr am Stück sozusagen, ne? Jetzt müsst ihr aber erstmal Folgendes gucken, Leute. Wir müssen zu Einzelteile in Service und soweit ich weiß, war das doch so, dass wir da drüben waren und sind da runtergefahren. Unter diesen Mega-Pizza-Plex. Wir müssen jetzt Freddy mit Clown ausstatten. Machen wir Freddy eigentlich gerade zu einem brutalen Kampfboss? Nein, nein, Catalina, Chica ist nicht besiegt. Wir haben gerade Monty gefinished. Monty wurde gerade besiegt. Ich habe seine Ehre genommen! Denno, bitte spiel das Spiel zu Ende. Ja, also im Stream habe ich das eigentlich auch vor. Ich finde es halt auch ganz cool, dass ich euch mal wieder ein bisschen mehr Streaming bieten kann. Aber die Videos haben bei mir halt natürlich immer noch Priorität. Nur ich möchte euch jetzt halt auch im Stream einfach mit auf die Reise nehmen, dass wir es entspannt zusammen zocken können. Und ich glaube, Wartung war da drüben. Ich speichere hier aber ab. Wartung und Service war da drüben, Leute. Guck mal, jetzt kenne ich mich mittlerweile auch schon echt gut aus. Muss man sagen. Das ist schon nicht schlecht. Ready? Ready, mein Bester? Komm mal her hier. Du musst hier einmal rein, Freddy. Ganz rein jetzt. Okay? Wir machen jetzt ein Monty-Upgrade. Please select your desired procedure. Preparing for upgrade procedure. You may now enter the protective cylinder. Wir müssen Freddy jetzt die Clown anbringen. Wir werden seine Clown austauschen. Alles klar, kleinen Moment. Okay, Schwester. Ich brauche hier einmal das Skalpell. Kann losgehen. Let's begin by opening the arm casing. Okay, wir müssen das Armgehäuse öffnen. Wir sind drin, wir operieren jetzt Freddy. Disconnect the colored cables to remove the farbigen Kabel trennen. It is important that you match the pattern correctly. Rot, gelb, rot, gelb. Okay, wir haben die alten Krallen erfolgreich getrennt. Great. Now place the new armature into the forearm casing. Great. Now place the new armature with the new armature inserted. Reconnect with the new armature inserted. Reconnect the colored wires. Great job. Operation erfolgreich. Good job. Now hey, hat neue Hände, Mann. To run diagnostics. Guck dir das mal an. Oh oh. Ich hab's nicht gesehen, Leute. Ich hab's nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Was war die Farbe? 25% Chance, wenn ich jetzt drück. Ihr müsst mir helfen. Was war die Farbe? Gelb? Alle sagen gelb. Okay. Chat, ich liebe euch. Dankeschön. Ich bin auch dran. Perfekt. Upgrade beendet. Operation erfolgreich abgeschlossen. Und der Chat war mein Assistenzarzt. Perfekt, Mann. Wir haben jetzt Montys Krallen an Freddy installiert. Wie wild ist das denn, Mann? Voll gut. Verwende Montys Clown, um spezielle Tore zu öffnen. Where did you get these parts? I'd rather not say. How fortunate. I should now be able to smash through the cycling fences around the building, the way Monty does. Exactly like he did. Genau wie er. Freddy darf halt nur.
müssen zur Aufladestation. Es ist wieder Nacht. Jetzt kommt das Mondgesicht wieder. Wenn es 5 Uhr nachts ist. So. Alles entspannt. Finde heraus, wie du Roxy aufhalten kannst im Roxy Raceway. Jetzt müssen wir Roxy aufhalten. I am very glad that you made it to the recharge station, Gregory. Now that I have been upgraded, I should okay. be able to access the Roxy Raceway. I have not been there for a very long time. But perhaps you can find some clues on how to deal with Roxy while you are there. Auf geht's. Wir müssen jetzt mit Roxy uns betteln, ne? Wir gehen hier wieder hoch, denke ich mal. Hä? Oh nein, wir kommen nur noch mit dem Aufzug da hinten weg, ne? Boah, Freddy sieht aber auch echt wild aus in der Dunkelheit. Puh. Operation fertig. Wir haben es erfolgreich. Wer bist du? Wer bist du? Keine Ahnung. Aber das ist eine neue Tasche. Gut. Dann geht's jetzt hier rein, ne? Sehr gut. Catalina, Sophie Bären, ich freue mich, dass euch Five Nights at Freddy's gefällt. Ne? Ja, wir kommen auch gut voran. Also ich bin sehr positiv begeistert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Spiel macht immer mehr Spaß. Ich hätte halt auch echt Bock, mal in einem Video gerade auf Geheimnisse einzugehen. Ich würde mir mal angucken, wie so ein, zwei Videos laufen. Aber das mache ich dann, nachdem wir das fertig gestreamt haben, okay? Alle muss leise sein, okay? Yunisil, hi. Alle müssen leise sein, sagst du, okay? Sind alle jetzt leise, bitte? Ah, hier sind wir. Oh, ja, okay. Von hier aus müssen wir ins Atrium kommen. Wie war das noch gleich? Ins Atrium zu kommen? Ich glaube, wir sind hier durchgegangen, ne? Zur Main Stage? War das so? Nee. Warte mal. Wie sind wir denn auch mal ins Atrium gekommen? Ich muss doch mal kurz überlegen. War das hier? Nee, ne? Oder? Das würde ja bedeuten, dass wir da durchgehen müssten. Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, Leute. Wie sind wir nochmal ins Atrium gekommen? Ich habe den Weg leider... Dice Red Knight fragt, ob ich Levy Training schon gefunden habe. Ja. Und ich gebe dir auch einen Tipp für alle, die es spielen. Ihr müsst das Spiel ab und zu mal auf Englisch stellen, damit ihr wisst, was gemeint ist. No joke. Sollen wir da hinten jetzt durchgehen? Es kann sein, dass wir jetzt hier rüber auch schon ins Atrium kommen. Aber wir müssen jetzt zu Roxy Raceway. Ich weiß halt echt nicht mehr, wo wir hier sind. Ne? Also jetzt hier gerade. Das hört sich aber gut an. Das hört sich ganz nach Einkaufszentrum an. Ich glaube, wir sind... So. On the road. Bisschen schwierig sind die Lecks, die in dem Game sind. Ich habe mal bei anderen YouTubern geguckt, die haben das alle. Ne? Jeder hat diese Lecks an bestimmten Stellen. Das Spiel ist leider noch etwas verbuggt. Es macht Spaß, aber es ist leider noch gut mit Bugs voll. Das hätten die so echt nicht releasen müssen, bin ich ganz ehrlich. So, Roxy Raceway. Der ist direkt hier. Bruder, mach einen Abgang. Bin ich von da gerade gekommen? Wir kommen hier auf jeden Fall nicht rein. Okay, wir gucken mal, was unsere Mission ist. Aktuell noch nichts. Ich weiß halt noch nicht, wo wir den Partypass herkriegen. Aber es sieht ganz danach aus. Ah, ja, natürlich. Okay. Ich glaube... Ready? Kannst du mir gleich mal helfen? Ich glaube schon, dass der mir helfen kann, Leute. Wie war das nochmal? Wie sind wir hier nochmal reingekommen? Irgendwo hier. Ja, hier, ne? Hier oben, glaube ich. Von hier sind wir zu Roxy runter.
kann sein, dass das nicht war. Ja. Roxy Raceway. Wir müssen jetzt Freddy holen. Freddy! Wow! Digga, hat er eigentlich gerade den Zaun kaputt gemacht? Ehre, mein Bester! Wusste gar nicht, dass der das kann. Chillig. Dann gehen wir mal durch. Mit diesen Clown von Monty sollen wir jetzt hier anscheinend irgendwie reinkommen. So wie es aussieht. Ganz danach aus. Okay, wir gehen jetzt erstmal ganz chillig hier durch. Wir sind ja sicher sozusagen da, ne? Ja, tatsächlich. Wir können das einfach jetzt alles kaputt machen. Voll gut. Richtig cool. Wir sind im Raceway drin. Es wird jetzt noch ein Fight. Ich mache einfach alle Animatronics heute down, ne? Ich leg jeden um. So. Ja, das machen wir. Hey, I'm Roxanne Wolf. If you're looking for high-speed motor mayhem, Roxy Raceway. Oh my God, das war's. Sign up today and be a winner. Nobody likes a loser. Wir speichern. Wir sind schon relativ weit. Wir speichern erstmal. Denomi, machst du alle Aufgaben? Dominik, selbstverständlich. Selbstverständlich, mein Bester. Wir streamen auch morgen wieder um 18 Uhr. Also wir werden jetzt jeden Tag um 18 Uhr streamen. Außer Mittwoch, glaube ich. Und Weihnachten logischerweise, Leute. Ich hoffe, dass wir es morgen und Mittwoch kann es sein, dass wir ein bisschen früher streamen. Ich hoffe, dass wir es bis Mittwoch schon durchgespielt haben. Weil dann ist erstmal so kleine Streaming-Pause. Aber ansonsten, morgen bin ich auf jeden Fall auch wieder um 18 Uhr am Start. Da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. Das auf jeden Fall. Ist das ein Kart? Kann ich gleich Kart fahren, Mann? Och, bitte. Ich will Kart fahren, bitte. Junge, voll geil. Und einfach irgendwelche random Karts. Ach so, hier ist ein Korb. Naja. Da ist ein Geschenk. Das nehmen wir jetzt erstmal mit. Bin gestern in Discord gelandet. Kann ich schreiben, ist das normal? Musst ja alles genau durchlesen. Wofür war nochmal der Tanzpass? Wir brauchten den für irgendwas. Den Tanzpass. Ich weiß gar nicht mehr. Aber für irgendwas brauchten wir den. Ich hab das nicht mehr ganz auf dem Zettel, aber ich weiß, dass wir den gestern brauchten und konnten da halt bei einem speziellen Raum einfach nicht rein. Für den Fahrstuhl? War das so? Information. Register. Okay. Gehen mal vorsichtig hier rum. Sehr gut. Wir sind jetzt da an dieser Registrierkasse. Das ist schon mal ganz gut. Machen wir mal die Tasche auf. Bin da ein funktionierendes Rennauto, um Roxy zu überfahren? Wow. Einfach Roxy jetzt überfahren, ne? Lad mal die Taschenlampe auf. So. Das hier ist eine Baustelle, aber die können wir auch betreten. Müssen wir uns natürlich erstmal ein wenig umsehen. Okay, wir brauchen einen funktionierenden Roboterkopf. Können wir nicht Freddys Kopf nehmen? Bitte? Vielleicht gibt es hier eine geile Notiz. Die Notizen, die da mal... Die Antwort. Bewege blau zur Ecke. Von da aus solltest du es selbst hinbekommen. Anweisungen zum Lappy-Training. Testfahrer benötigt. Uns gehen die Testbots für die Rennstrecke aus. Wir haben jetzt nur noch einen einzelnen Fahrhilfe-Bot. Zur sicheren Verwahrung lagern wir ihn hinter der Rennstrecke in der Nähe der Treppe im Nordwesten. So, wir gucken einmal, wo Nordwesten ist. Da muss das sein. Warte mal, da.
Oder? Hier so in der Nähe muss das irgendwo liegen. Da so. War gerade Osten, Leute. Habt ihr nicht gesehen, ne? Aber ich denke immer, wo, wenn ihr wissen wollt, wie kann man sich Norden, also wie kann man sich Westen und Osten am besten merken? Osten? Immer Türkei. Die kommen aus dem Osten. Die Türken. So merke ich mir das. Und dann weiß ich immer, Türkei liegt rechts von uns. Immer rechts. Weil ich halt nach, ich fliege ja jedes Jahr nach Rhodos immer meistens, ne? Ob man noch Autogramme gewinnen kann? Ja, kann man schon, aber ich verteile halt Autogrammkarten immer so nach Lust und Laune ganz gerne. Na, oder wenn ihr mich mal auf der Straße sehen solltet. Dann, sag ich ehrlich, fahre ich direkt nach Hause und hole eine Autogrammkarte. So, wir haben hier die Treppe. Wir sind, glaube ich, hinter der Bahn. Ist gehört. Aber da hat was gekrabbelt. Oh, nö. Brennt das da? Was ist hier denn passiert? Ach du Heiliger! Yo! Und die Tür hier? Freddy? Ja, er ist einfach direkt da. Freddy, ich brauch dich mal, Kollege. Wir müssen da mal kurz an die Tür, glaube ich, ran. Können wir die kaputt machen, Brudi? Och, Mann. Freddy, ich will, dass die Tür kaputt geht. Mach die bitte kaputt. Denno, bist du Türke like me? Ich habe so Wurzeln, türkische Wurzeln, kann man sagen. Aber ich fühle mich ganz wie Deutsch. Also, ich kann auch sehr gut Deutsch sprechen. Sehr, sehr gut. Ich kann mich wirklich extrem gewinnen. Sehr toll, wenn ich möchte. Ich war ja vorher mal bei der Polizei. Viele oder die OGs wissen es ja von euch, dass ich bei der Polizei war vorher, bevor ich YouTube gemacht habe. Und ist klar, dass man da halt natürlich auch ganz anders spricht, ne? Wenn man Polizist ist. Da gibt es nicht so hier Scheiße, Diggi und keine Ahnung was, ne? Ich lebe in Deutschland. ATHD. Und in Schleswig-Holstein Cheesecake. Wir sind hier falsch gewesen. Ich weiß noch nicht, was das sein soll, aber wir müssen anscheinend auf die andere Seite einmal ganz rüber. Und es kann sein, dass wir dafür entweder den Weg hier nehmen müssten, nach oben. Können wir nicht. Wir müssen tatsächlich ganz... Da ist auch so ein Ding. Schade. Da müssten wir uns hier durchkämpfen, schätze ich mal. Bis nach links rüber irgendwie. Ich von hier... Nee, geht auch nicht. Müssen dann einmal komplett drüber. Dominik, danke für den Tipp. Also, ich mag nicht so gern gespoilert werden, deswegen gehe ich auf deine Nachricht im Chat nicht ein. Wenn ich einen Tipp brauche, dann sag ich schon Bescheid, ne? Aber ich will natürlich gucken, also, dass ich das Spiel möglichst auch selber durchzock. Dann ist es halt ein bisschen entspannter. So, wie komme ich jetzt darüber? Ich muss hier durch, so wie es aussieht. Können wir hier speichern? Wir haben echt schon eine ganze Menge gemacht, ne? Konnten noch nicht einmal speichern. Das könnte jetzt uns auch nochmal irgendwann richtig rippen. Müssen wir mal gucken. Echt? Jacqueline schreibt, mein Kleiner hat schon ein paar Jumpscares gesehen, aber ihn macht es einfach nichts. Hatte gedacht, er erschreckt voll, aber nö. Krass. Wir haben den beschädigten Kopf. Okay. West Arcade, Leute. The raceway was closed very abruptly prior to the new construction. Was ist das hier für ein Raum? Guests tend to leave things behind during emergency situations. Wir haben jetzt hier irgendwie noch was gefunden. Schlechter Gewinner. Roxy hat wieder zugeschlagen. Wieder wurde. Aha, okay. Das kennen wir schon. Neues Design. Macht auch nichts. Also. Keine Ahnung, was wir da jetzt gefunden haben, aber das muss irgendwie eine Notiz gewesen sein. Ich gehe mal runter. Ich lese halt meine Notizen auch nie. Das würde ich in dem Video zum Beispiel
Logischerweise. Freddy? Dankeschön. Vielen Dank, Freddy. Das reicht. Mehr brauche ich nicht. Du solltest nur die Tür zerstören. Danke. So. Mal sehen, was hier ist. Sieht hier aber echt sehr abgelegen aus, alles, ne? Wie so Ruin einfach. Ich glaube, wir müssen diese Sprechanlagen demnächst alle aktivieren. Das gab es halt auch noch so. Also, dass halt sehr viele Sprechanlagen an so Zäunen waren. Vielleicht, wenn wir Roxy besiegt haben oder Chica oder so, müssen wir halt mal gucken. Aber es geht erstmal wieder nach oben. Freddy wird ja richtig krass. Wir statten den einfach... Also das Problem ist halt, Leute, Freddy hat gesagt, wir sollen seinen Freunden nichts tun. Und jetzt haben wir ja schon Krokodok komplett kaputt gemacht. Also, ich weiß, der heißt Gator, aber ich nenne ihn Krokodok. Und... Oh Gott. Freddy... Wir ziehen mal durch. Netter Versuch. Die kam auch lange nicht mehr. Wurden echt lange nicht mehr erwischt. So, ich speichere erstmal ab. Elias, es tut mir leid, aber ich war in einem anderen Livestream. Elias, ich bin so traurig! Mann, Bruder. Warum? Hier ist auch wieder diese Sprechanlage. Warum auch immer. Könnten halt so diese Geheimnisse sein, ne? Die man hier halt noch entdecken kann. So. West Arcade ist unser nächstes Ziel. Ich denke nicht, dass wir Chica heute noch besiegen, aber... Wobei, wir sind halt gut fix unterwegs. Vielleicht wird es doch noch was. Müssen mal gucken. Ich mache sonst heute ein bisschen länger, Leute. Wollen wir ein bisschen länger streamen? Ja, ne? West Arcade. Wo ist das? Wir müssen kurz überlegen. Geh mal auf Mission. Bringe den Roboterkopf in die Spielhalle fest. Was war nochmal? Tanzpass für ganz oben, ne? Ich glaube, ganz oben war das, oder? Dieser eine Fahrstuhl, der ganz oben war. Dafür brauchen wir den Tanzpass. Kann das sein? Das müsste eigentlich der gewesen sein. Wir gehen jetzt kurz hier hin. Ich glaube, das war hier. Da. Da, wo der Fahrstuhl ist. Dieser eine. Nee. Der da. Fast Kate. Dafür brauchen wir diesen Tanzpass. Stimmt. Sehr gut, Leute. Kommen wir da jetzt auch wieder rein. Hast du China den Schnabel abgerissen? Nein, noch nicht. Natürlich nicht. Muss hier bleiben. So würde ich, so gerne würde ich mitkommen, aber nach dem Vorfall auf der Bühne heute darf ich nicht auftreten. Sobald ich die Tanzfläche der Spielhalle West trete, verliere ich die Kontrolle. Das ist ein Programmierfehler. Find the Staffbot repair machine there. If you see the DJ, say hello. He is such a nice fellow. Grüß mir den DJ, wenn du ihn siehst. Was für ein DJ, Leute? Sag mal. Ich hab so ein ungutes Gefühl, dass der DJ irgendwie nicht so cool ist. Nö. Hau ab. Hau ab. Danke. Leute, lasst ihr einen Daumen nach oben für Denno da? Das wäre cool. Ich muss mich hier erstmal ganz kurz... Da können wir durch... Nee, können wir nicht durch. Ich muss mich hier einmal ganz kurz zurechtfinden. Ist doch gar nicht mal so leicht, wenn die überall so Spielgeräte sind. Ah, sieht so aus, als könnten wir hier nach oben. Dachte, ich habe da ein Geschenk gesehen. Ne? Dachte gerade, ich habe da ein Geschenk gesehen. Aber hier ist eins. Ich rieche es. Wo ist das Geschenk? Gib mir das Geschenk. Ja. Ich habe wohl doch nichts gerochen. Okay. Na gut. Dann nicht. Oder...
krasse Spielautomat, ne? Ich würde hier gerne mal eine Runde zocken, aber es geht halt nicht. Das gesehen? Ich dachte gerade, der wusste, wo ich bin. Bleib mal kurz hier. Der muss jetzt hier erstmal kurz vorbeifahren. Perfekt. Hat ja wieder richtig gut geklappt hier alles. Hallo. Hi, Chica. Ah, die läuft mir nicht hinterher. Guck mal, ist doch alles top. Geh mal in diesen blauen Raum. Ja, die hat mich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist alles gut. Hä? Hey, warte mal ganz kurz. Woher weiß sie, wo ich bin? Die rennt mir jetzt die ganze Zeit hinterher, Leute. Okay, warte, ich hab das. Wir gehen hier rein. Wenn die jetzt weiß, wo ich bin. Egal. Ich stelle dich in meinem Englischprojekt vor. Cheesecake, echt jetzt? Wenn du ein Referat machst, ne? Ey, ganz ehrlich, soll deine Lehrerin mal ein Foto machen? Ja, geht das denn, weiß ich auch nicht. Das ist voll cool. Wo, in welchem Bundesland wohnst du, Cheesecake? So, manchmal weiß sie, wo du dich versteckst, ne? Florian, ich hab's auch schon gerafft, aber... Ey, also... Ich sage einfach nichts. Ist schon okay. Die Klos beherbergen hier jetzt aber auch noch nichts unbedingt. Irgendwas Cooles. Okay, aber die Klos sind echt geil. Was ist das für ein... Die Schalter, die müssen wir auf jeden Fall nochmal in der Hinterhand haben. Ich weiß nicht, wofür die jetzt gut sind, aber ich habe das Gefühl, der kommt hier, also hier kommt irgendwas aus diesen Rohren raus, ne? Wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Ich habe noch gar keinen Plan so richtig, wo wir jetzt hingehen sollen. Bin hier halt nach oben theoretisch. Hier waren auch diese Räume auf der rechten Seite. Wo? Wo hat er mich gesehen? Hier. Der Guard war halt nicht mal in der Nähe, hatte ich so das Gefühl. Was ist das da hinten? Mal dahin. Vorsicht. Out of order steht hier momentan bei dieser Tür. Wir könnten später wahrscheinlich da rein. Oh Gott. Wie läuft denn der Typ? Erstmal hier drin. Hier kann man so ein Mikrofon später raufpacken. Da können wir jetzt noch mal rein. Aha. Aha. Das sieht gut aus. The West Arcade was not shut down properly. Some data may be corrupted. Initializing startup sequence. Before proceeding, reset the audio manager circuit breaker located next to the dance floor. Gregory, the security system knows you are here and has locked you out. Reset the breakers and restore power to the West Arcade. Then you can repair the staff bot head. Wir kommen hier anscheinend nicht rein, aber das ist
quasi das Ding, wo wir alles reparieren müssen. Okay. Wir speichern ab. Nee, können wir nicht. Welchen Knopf müssen wir hier drücken? Irgendwo hier muss ein Knopf sein. Was ist das? Ein Sicherheitsabzeichen. Okay, das können wir später anscheinend nehmen. Gucken mal. Können wir denn die DJ-Kabine neu starten? Wo ist dieser verdammte Knopf? Hier auch nicht. Okay, wir müssen halt noch mal raus, ne? Ach du Heiliger, wo sind wir denn hier? Jetzt sind die ganzen Automaten auch alle aus. Uff. Ready haben wir hier auf jeden Fall nicht zur Hilfe. Der kommt nicht mehr, Leute. Der hat schon gesagt, so, er kann hier nicht rein. Er verliert hier die Kontrolle. Ich finde das immer gruselig, dass Freddy die Kontrolle überall verlieren kann. Das würde ja halt auch bedeuten, dass er später vielleicht auch nochmal durchdrehen könnte, ne? Boah, stell mal vor, ich muss dann irgendwie gegen Freddy kämpfen oder so. Das wäre voll blöd. Erstmal ganz kurz alles durchglotzen, weil ich glaube, mit dem Roxy Upgrade können wir diese Sprecheinheiten benutzen. Wahrung der Lebensmittel. Ich weiß jetzt halt nicht, was das hier für eine Nachricht war. Oh, warte mal. Was ist das hier? Hä? Welchen Knopf sollen wir drücken? Ach, komm schon. Ah, Mod. Check das bitte mal aus. Der Stream muss noch lange gehen. Ich habe in den Stream reingeschrieben. Ich kann halt nicht speichern, ne? Das ist auch irgendwie so ein Problem. So. Vorsichtig. Müssen wir irgendwie in diese Kabine hier reingehen? Auf der anderen Seite. Vorsichtig. Ja, hier vielleicht. Geh mal hier rein. Nee, hier sind nur Mikrofonständer. Aber was sollen wir machen? Müssen wir irgendwo einen verdammten Knopf... Ich laufe einfach. Ist mir egal, wenn er mich sieht. Das ist mir Latz. Hier irgendwo noch was aktivieren. Das meinte Freddy halt gerade, aber es geht halt nichts. Ich weiß halt nicht, was wir jetzt tun sollen. Auch wieder so ein... Das ist es halt, ne? In dem Video wäre das halt alles deutlich entspannter gewesen. Aber in dem Livestream, du bist halt immer lost in diesem Spiel und das nervt mich auch. Das ist das Einzige, was mich wirklich an diesem Spiel halt so heftig nervt. Es ist nichts ausgeschildert. Nichts markiert, gar nichts. Also, bestes FNAF vielleicht von allen, so. Aber... weil man halt so oft lost ist, muss ich halt schon sagen, so, das fühle ich nicht, ne? Das fühle ich nicht so. Was sollen wir tun? Ich muss sonst halt direkt mal neu laden. Dann muss man nochmal neu anfangen. So, was ist das hier? Das ist auch nur so. Eigentlich. Ja, weißt du was? Ich lass mich holen. Ich lass mich holen. Ich will mir das doch mal auf den Film. Ich hab's halt verpasst.
Josephine, Zishang. Ich sehe gerade 2 Euro. Was? Bühne, Fahrstuhl nach unten gefahren? LP, ich bin jetzt, Digga. Wie lost seid ihr denn immer? Ich bin jetzt bei diesem Musikmann. Ich bin jetzt bei diesem Musikmann. Danach müsst ihr Ausschau halten im Internet. Das war's. Sicherheitsspeichern, Leute. Das bringt Glück. Ich bin jetzt hier. Boah, Alter. Wer ist er denn eigentlich? Ich glaube, das geht hier noch richtig ab, ne? Puh, puh, puh. Das bist du, Sabine. Denome, wer ist Vanny? Vanny ist so ein Stoffhäschen. Ich kenne halt FNAF nicht ganz genau, ne? Ich bin kein FNAF-Profi. Also ich spiele das jetzt praktisch das erste Mal, so ein Five Nights at Freddy's Spiel, wo es rausgekommen ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das so ein Häschen ist. Und es könnte sein, dass dem Zusammenhang mit dieser Vanessa steht, die hier ist. Lena Anthony, Dankeschön für den süßen Hund. Wow. Dankeschön für 5 Euro. Gehen jetzt noch mal rein. Ach, ich konnte vorher hier speichern. Aha. So, jetzt hören wir genau zu. Die Spielhalle West wurde nicht ordnungsgemäß abgeschaltet. Einige Daten wurden womöglich verschickt. Leite Startvorgang ein. Starte den Audio-Manager neu, indem du die Aufblick-Taste neben der Tanzfläche betätigst. Reset the breakers and restore power to the West Arcade. Then you can repair the staff bot head. Ja, aber welche Tanzfläche? Meint er die jetzt hier unten? Meint er die jetzt wieder im Atrium? Das ist jetzt halt die Frage. Boah, ey, krass. In dem Spiel wirst du halt einfach Detektiv Conan. Ich sag euch, wie es ist. Kennt den eigentlich noch jemand? Detektiv Conan, die Serie? Die war wild damals. Aus. Hier runter. Der Kleine bricht sich auch keinen Zacken aus der Krone. So, ich gehe mal davon aus, entweder meint er die Tanzfläche oder die ganz unten. Oh nee. Die sollen die Tanzfläche. Musik kommt. Great job. Safety protocols deactivated. Prams Act. Front DJ protocols. Reticulating splines. P-Ram gesappt, Leute. So. Wo waren jetzt diese verdammten Unterbrechungsschalter? Wir hatten ein am Ende, ein auf den... Warte mal. Wir gehen mal von links nach rechts, Leute. Das ist ein gutes System. Vorsichtig. Da war Chica gerade, ne? Da muss er aber mal ganz aufpassen, ne? Ach, warum mache ich eigentlich? Tschüssi! Ich bin dann mal weg! Wir haben den Kamerablitz gekriegt. Ja. Chica erledigt. So. Oh. Sieht ganz danach aus, als würde ich den Sicherheitskasten hier oben schon mal auf der linken Seite nicht finden. Hier geht's einfach nur komplett rum. Da müssen wir jetzt nach rechts abbiegen. Läuften die hier die ganze Zeit lang? Ich
gehe mal kurz runter. Netter Versuch. Lade jetzt erstmal wieder die Kamera auf, die Taschenlampe und speichern. So, wir laufen. Vielleicht können wir hier... Ah, hier unten sind Räume. Ja, hier waren die Klos. Ich glaube, hier ging was. Irgendwo hier. Ja, da war der erste Schalter. Was? Wer ist er denn? Okay, Music Man, du willst battlen, Junge? Let's fetch! Woohoohoo! Guck dir den mal an! Es ist der Allerechte! Yo! Geisteskrank! Alter, nee, ne? Scheiße! Leute, das war so knapp, ey. Ah! Die chillen auch überall, diese verdammten Roboter. Ich bin froh, wenn die mal vom Fenster weg sind. So. Fang jetzt also nochmal neu an. Ich lasse auch erstmal alles hier liegen. So. Wir haben hier noch einen Schaltkasten, also da drüben. Ich muss wissen, wo diese ganzen Schaltkästen sind. Wo ist der andere? Die gehen mir in letzter Zeit so hart auf die Nerven. Könnt ihr mal aufhören, mich jetzt anzufassen, Leute? Bezieht euch, bitte. So. Wo finde ich diese verdammten... den letzten Unterbrechungsschalter? Wo könnte der sein? Unten zwei, oben einer? Oben zwei, unten einer? Schon krass, wie der am Flippen ist. Da müssen wir rein, ne? Die rote Tür. Hallöchen! Hallöchen! Schnell wegrennen! Aber ich feiere die Mucke, Leute! Jetzt speichern wir die Stelle erstmal schnell. War ein Spaß. Wir speichern gar nichts. Kamera ist wieder aufgeladen. Ist gut. So. Müssen wir mal gucken. Wir gehen mal hier hoch. Muss uns ja überall auch umsehen. Irgendwo muss noch der ein oder andere Raum sein, wo wir so einen Schaltkasten finden. Ich würde auch fast vermuten, hier ist irgendwo einer auf der linken Seite. Vielleicht ja auch hier drin. Nee, reicht jetzt.
leidiger Art. Schlimm. Da! Digga, lass mich doch mal in Ruhe jetzt! Warum? Warum kommen die immer? Hallo? Egal. Jetzt ruhig. This area is limits. Wurde schon wieder entdeckt. Staff only. Nice try. Hi. Na komm. Okay, die hat mich jetzt gesehen. Das ist jetzt halt natürlich erstmal schlecht. Wenn wir sie aber nach unten gelockt haben, dann ist perfekt. Müssen die Ausdauer regenerieren lassen. Hinter mir. Vorsichtig. Die hat mich fast erwischt, Leute. Fast. Aber auch nur fast. Puh! Komm, Taschenlampe ist auch schon relativ niedrig. Da geht fast gar nichts mehr. Ist hier irgendwo ein Taschenlampenlader? Ja, perfekt. Das ist schon mal gut. Diesen langen Weg hin. Da hinten am Ende ist auf jeden Fall was. Kommt hier gleich der Music Man raus? Oh oh. Erst die Tasche nehmen, dann den Schalter aktivieren. Let's go! Aktivieren! Hä? Das ist so ein Beschiss! Das ist doch so ein Beschiss! Hä? Als ob was? Hä? Ich kann das Ding nicht drücken. Ich glaube, ich brauche immer einen Techniker, Leute. Hashtag Techniker. Also, warte mal. Wir machen mal ein bisschen für euch den Ton leiser. Ich habe jetzt mal ganz kurz ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das geht aber auch. Du hast doch einen Hebel vergessen. Hä, das... Also. Egal, ich finde den. Das Gefühl, dass in so einer Kabine einer sein könnte. Aber ich weiß noch nicht so ganz. Auch nicht. Vielleicht da drüben dann der. Hier drin. Nein, auch keiner. Oh, Leute, Mann. Wo zur Hölle ist dieser letzte Schalter, ne? Jetzt wird die Musik etwas leiser. Ist auch nicht schlecht. Jetzt ein bisschen auf chilliger. Ah, das ist angelehnt. Meint ihr, hier ist noch was? Boah, so ein 31er, ey. Hat der Typ mich fast hops genommen. Boah, ich hab mich schon tot gesehen, ne? Ich hol mir direkt mal wieder so eine K1.
Kameraaufladung. Uff. Meint ihr, hier ist irgendwo noch ein Schalter? Was glaubt ihr, wo ist der letzte Schalter? Ist das Monty? Leute, geht mir doch mal nicht auf die Eier jetzt hier. Heiliger. Nehmen wir es einfach jetzt mit. Uff. Das war für... Hä? Wo bitte? Meine Güte nochmal! Es langt jetzt! Ich war hinter so einem Tor und wurde einfach wieder von diesen komischen Wachleuten entdeckt. Krass. Ich weiß einfach nicht, wo diese verdammten Schalter sind. Ich suche mich hier dumm und dusselig in diesem Spiel. Boah. Es nervt halt, Mann. Es kann doch nicht wahr sein, oder was? Leute, dass man auch erstmal 1000 Jahre suchen muss, bis man hier was findet. Es ist richtig zum Kotzen. Ich finde einen Schalter, kann den aber nicht drücken, weil der Schalter anscheinend zu irgendeinem anderen, weiß man nicht was gehört. Also es ist einfach, da muss ich mir jetzt auch mal aufregen. Meine Fresse nochmal. Dann chill ich hier hinter so einem Stuhl und der sieht mich da drüben. Mann, was soll denn das? Heiliger, ey. Ich muss erstmal gucken, wo Chica wieder ist. Muss mir jetzt deswegen mal entdecken lassen. Aber sie ist anscheinend gerade nicht da. Nein. Ich frage mich halt, wo der Schalter ist. Ne? Ich habe da drüben einen. Ich habe da unten einen. Aber wo ist der dritte? Ich will den ja eigentlich theoretisch suchen gehen, aber ich weiß ja auch nicht mal, ob er hier ist. Und vor allem, was macht Monty da drüben? Kann mir das mal jemand sagen? Warum liegt der hier? Ach so. Der isst mich dann auch noch auf. Ich suche jetzt erstmal ganz kurz den letzten Schalter, Leute. Da, ich habe jetzt keinen Bock hier auf diesen ganzen Struggle. Ich will jetzt erstmal gucken. Wo ist der nächste? Wo liegt hier wahrscheinlich der nächste Schalter? Wir haben unten im Klo einen. Wir haben da oben auf der anderen Seite einen. Und rein von der Logik her würde ich halt sagen, dass hier irgendwo einer sein müsste. Rein von der Logik. Aber ich sehe hier keinen. Hier sind ja, glaube ich, auch keine Räume, ne? Da drüben war jetzt der eine Schalter. Da unten! Ja, ey. Ich würde dem Typen so gerne ins Gesicht hauen, Alter. Macht mich aggressiv. Ah. Gut, ich beende das Ganze. Wir machen von vorne. Also da, wo Monty liegt, da ist der nächste. Let's go. Wir werden das Ding jetzt auf jeden Fall noch rocken. Ist ein bisschen zäh, wie ich finde, aber wir schaffen das, Freunde. Rein jetzt. Rein. Und im Lager ist noch ein vierter Schalter, den wir anscheinend noch nicht drücken können. Da muss ja auch noch irgendwas gehen oder so. So, jetzt nehme ich alle Taschen mit und alles, was ich finde. Shadow, der Hyrule-Fluch. Dankeschön. Ich stehe für Ehre, sagt er. Vielen, vielen Dank für die Mitgliedschaft. Dicker Schmatzer geht raus. Power to the West Arcade, then you can
repair the staff bot head. Jetzt vorsichtig sein, Freunde. Lassen die jetzt einfach mal laufen. Okay. Gut, dann haben wir jetzt ja alles. Also es kann ja nichts mehr schief gehen dann theoretisch. Theoretisch. Ich will mal genau sehen, was passiert, wenn wir da jetzt hingucken. Was passiert mit dem Musicbot? Der ist einfach nicht mehr da. Einfach weg. So, let's go. Hallöchen. Und direkt hier raus. Wir gehen jetzt einmal rüber und dann nach oben. Jetzt müssen wir den perfekten Run irgendwie hinkriegen. Hier vorne habe ich so einen Circuit-Schalter gesehen. Da vorne. Und einer ist über uns. Ist gesehen, wie der auch schon wieder auf mich zugefahren ist. Krass. Und wenn du hier zwischen diesen Tischen bist, Monty bastelt dich halt richtig. So, wir nehmen das Paket mit. Da oben ist der nächste. Den müssen wir jetzt nochmal drücken. Yes! Den letzten Schalter zurücksetzen. Och Leute! Jetzt müssen wir zurück. Let's go, let's go, let's go! Ich weiß nicht, aber anscheinend ist Gate... Euch den mal an, Mann! Was für ein krasses Viech, ne? Der übelste Spinnenmeister. Okay. Ich glaube, der wird uns gleich richtig hops nehmen wollen. Gut. Glaubt ihr, der kommt jetzt da oben aus den Löchern raus? Ich glaub nämlich. Ich nehme erst Tasche mit. Ich will sehen, was passiert. Schalter gedrückt. Ja, moin! Ja, leck mich doch am Zückerli, Alter! Oh, fuck! Der Typ will mich rippen! Oh, oh. Er hat mich erwischt. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Wir machen eine Abstimmung.
Abstimmung. Abstimmung. Oh, Baby. Ihr dürft entscheiden. Was ist das denn? Shadow, Dankeschön für 10 Euro, mein Bester. Dankeschön. Ich finde dich echt cool. Echt cool und lustig. Besonders deine Poppy Playtime-Videos sind nice. Vielen Dank, Shadow. Freue mich Dankeschön. Immer, deine Videos und Streams zu gucken. Lächeln ich freue mich. Smiley mit lächelnden ja, Augen. Alles klar, Chat. Ist gut. Also nochmal rein. Hasse mein Leben. Könnte ich flippen, Digga. Nicht zu trinken hier. Mann! So, kleiner Hosenscheißer. Seh mal zu, dass du gleich richtig flitzen kannst, Kollege. So lang, also so viel wie ich mit dem renne, Lunge müsste schon Pferdelunge sein, Mann. Der müsste so hart trainiert sein. Und Freddy immer mit seinen dummen Tipps. Dann, weil ich dich brauche, Freddy. Weil ich mal deine Ausdauer brauche. Oder deine Expertise. Dann komm. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe mit der Maus einfach mal auf den Schreibtisch gehauen. Einfach mal rauf. Hat anscheinend was gebracht. Wie dumm, Alter. Ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen bin. Ich kann es euch nicht sagen. Aber wir könnten ja mal diesen Ort hier zum Speichern benutzen. Falls nochmal was passieren sollte, können wir uns den... Ich... Ist Maus kaputt? Nee. Oder? Glaub nicht. Ist noch alles entspannt. Und du, kleiner Sack, ne? Wie groß bist du eigentlich? Ehrlich. Ich sag's dir, wie es ist. So, durchziehen. Josephine! Dankeschön für 2x5 Euro? Ist nicht dein Ernst. Dankeschön. Nice try. Nice try. Ja, der denkt, er kann mich kriegen, aber ist nichts. So. Wir nehmen jetzt den Security-Schalter hier mit. Gehen kurz hier rum. Nehmen uns das Geschenk damit. Das war echt knapp. Kamera ist geladen, falls sie jetzt kommt. Die kommt ja so hart in Backreife. Sehr stark. Die hat erstmal kassiert. Ich kann jetzt erstmal chillen gehen. Speedrun Mode. Musik pumpt richtig brutal, Alter. Was geht jetzt ab? Wie laut? Wie laut soll die Musik sein? Ja. Musik jetzt mal ein bisschen runterdrehen, Leute. Weiß auch nicht, warum die so hart laut machen, ne? Krass. Okay, jetzt müssen wir echt schnell sein.
Jetzt geht's richtig los. Einfach laufen. Ey, wir waren echt. Wir sind so kurz vorm Ende gestorben. Das waren nur 2 Zentimeter, die ich hätte laufen müssen. Oh mein Gott. Wie unlucky war das, Alter. Uff. Ich war eigentlich schon am Ende, aber ich bin eben gestorben. Krass. So, die Musik war auf jeden Fall heftig am Ballern. So viel kann ich sagen. Jetzt mache ich das Game auf jeden Fall mal wieder ein Ticken lauter. Und jetzt sollen wir hier den Kopf irgendwie reinpacken. Ja, was denn jetzt? Ach so, wir müssen erstmal das Sicherheitsabzeichen nehmen. Doch nicht. Irgendwas? Freddy? Was sollen wir jetzt machen? Taschenlampe erstmal aufladen. Ich guck mal. Mission. Setze den letzten Schalter am Ende der Wartungshalle zurück. Hä? Das habe ich doch gemacht. Shadow, dankeschön für den Fünfer. Glückwunsch, Denno, lächelnder Smiley. Warte mal, Shadow? Augen. Was ist hier denn passiert? Ah ja. Ich lad neu. Noah! Alter, Lena Anthony hier mit einem Supersticker, den kann man auch mal ganz kurz hier reinziehen. Vielen, vielen Dank. Krasses Gesicht da gewesen auf jeden Fall, ne? Ach, Leute. Ich hoffe, das Game ist jetzt nicht corrupted, ne? Das wäre richtig schlecht. Wenn der Speicherstand kaputt ist. Oh, ist das krass. Oh, ist das krass. Das war nicht vorgesehen, stimmt's? Mod, ich brauche jetzt mal ganz schnell von euch ein Quicktime-Chart. Ihr müsst jetzt echt mal gucken, ob das Game kaputt ist. Bitte, durchziehen jetzt und macht mal richtig Arbeit jetzt. Wir sind beim Music Man. Hier ist der Schalter. Der ist nicht mehr. Ey, was übertreibt der denn jetzt gerade so? Josephine, danke nochmal. Und Lena Anthony auch noch. Uff. Leute, ey, übertreibt doch nicht so doll. Was ist denn mit euch los? Mensch. Leute, haben wir das Spiel jetzt kaputt gemacht? Sag bloß, ne? Wir sollen den Schalter hier zurücksetzen, aber können wir ja nicht mehr. Es gibt noch einen. Wo soll es denn bitte noch einen Knopf geben? Ich guck. Vielleicht ist tatsächlich irgendwie noch hier. Am Ende der Wartungshalle ist ja eigentlich da. Also warum sollte ich jetzt, ich kann halt mal gucken. Why not? Ich kann ja mal schauen. Vielleicht gibt es noch einen Schalter irgendwo. Ich habe aber keinen gesehen, ich bin ehrlich. Ich habe keinen einzigen gesehen. Wenn das Spiel jetzt kaputt ist, bin ich ziemlich sad. Okay. Nee, oder? Ich guck mal jetzt im Büro. Alter, was macht ihr denn jetzt gerade, Leute? Donowelle? Oh, als ob. Donation.
Ey, Lena, dankeschön für die Rose. Und Shadow sehe ich jetzt auch nochmal gerade. Mit einem Fünfer ist er am Start. Dankeschön, Shadow. Vielen, vielen Dank. Obwohl, die übertreibt. Oh, warte mal, hier sitzt ein Schenk. Ja, Chica-Magnet. Danke für nichts, Chica. Das ist ja schon wieder merkwürdig des Todes alles. Ich meine, der Strom ist wieder hergestellt. Aber vielleicht muss ich ja auch einfach wieder den... Vielleicht muss ich auch einfach wieder den Schalter drücken. Der unten beim Music Man ist, Leute, auf der Bühne. Weil, wisst ihr? Vielleicht muss ich den hier... Weißt du jetzt, Chica? Du mit deinem blöden Kackschnabel da. Lass das mal sein. Du hast das Spiel kaputt gemacht? Nein. Leute, nein. Lena, ey. Es geht ja immer weiter. Bitte, Leute. Oh nein, ich habe schon mal Angst, dass da wieder jemand die Kreditkarte von Mama missbraucht. Ja, das Spiel ist kaputt. Nice. Spiel kaputt. Optimal. Ich sage optimal. Minus 1. Setze 3 Schalter in der Spielhalle West zurück. Minus 1. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme, aber es ist passiert. Shadow, danke nochmal für den Fünfer. Dankeschön, Shadow. Kuss geht raus. Leute, perfekt. Ich habe das Spiel zerstört. Ehre genommen. Ey, das ist doch nicht normal, Mann. Ich guck. Letzter Speicherstand. Wie lange ist her? Lasst mich gucken. Ich ahne Schlimmes. Eine Stunde. Als ob, Digga. Was? Wir gucken, wo wir sind. Ich guck. Ich kann nicht sagen, wo wir sind. Schmeckt, Bruder. Schmeckt. Geil, Digga. Geil. Wer kennt es? Ich will jetzt wissen... Ich will jetzt wissen, wer das kennt. Wenn man weiß, man ist am Arsch, weil man lädt einen Spielstand wieder neu und man weiß einfach, Digga, ich muss jetzt richtig lange zocken. Ich werde das natürlich nicht mehr im Stream machen. Könnt ihr knicken. Das ist ganz klar. Also im Stream, Digga, nee. Wer hatte das schon mal von euch? Spielstand komplett von vorne anfangen, weil vielleicht jemand was gelöscht hat oder so. Wer kennt? Genau das Gefühl. Es fühlt sich nicht gut an. Ich sag so, es fühlt sich wirklich nicht gut an, Freunde. Bei der Musik könnte ich jetzt richtig kotzen, ne? Lasst ein Like da, wenn ihr Mitleid mit mir habt. Ganz ehrlich. Macht dann wenigstens nochmal die 800 voll. Oder vielleicht schaffen ja sogar 600 Zuschauer noch, die 1000 Likes zu knacken. Das wäre wenigstens schön. Digga, ich darf alles von vorne spielen, Mann. Ich bin so tilten, ey. Das ist nicht cool. Das ist einfach nicht cool.
Ich bringe mich wenigstens wieder auf Spot. Dass ich, wenn ich später zock... Oh, Junge, kotzt mich das jetzt an, Mann. Ach, Game. Ich habe so viel geschafft mit dem Stream. Und dann so eine Kacke hier. Meine Aggression. Oh, Kai B. Digga, du triffst es auf den Punkt, Junge. Echt gut. Mario Gruber, Dankeschön für 2 Euro. Danke für deine Familienmitgliedschaft. Hey, ich habe das heute gesehen vor dem Stream. Dankeschön. Und du kennst das Problem. Wenigstens bin ich nicht alleine, Leute. Ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Alter Schwede, ey. Da könnte ich kotzen. Oh, Baby. Ich bin richtig... Wo kommt das denn her? Oh, Shadow! Dankeschön für 20 Euro, Shadow! Was zum... meint der nicht ernst? Mit dir, kenne dieses Gefühl Shadow, selber. Darauf hole ich jetzt erstmal Freddy ran. Mach mal das Ding hier kaputt. Er kennt selber, ne? Du hast sehr viel Mitleid mit mir. Dankeschön. Also, so eine Scheiße habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, ne? Leute, ey, dann... Wir gehen noch einmal zu Roxy da vorne rein. Also, wir müssen irgendwie so diesen Fortschritt... Krass, dass ich das Spiel verbuggt habe. Das krieg auch wieder nur ich hin, habe ich das Gefühl. Gar kein Bock. Du hast ja auch nicht mal Schnellreise oder so, dass du wirklich nochmal... Also, man läuft halt viel, ne? Ach, das ist... Ich kann reden, wie ich will. Das ist einfach kacke jetzt. Warum bloß? Es hätte nicht sein müssen, wirklich nicht. Ich finde, das hätte nicht sein müssen. Mann, ey. Mann, ey. So, hier können wir abspeichern, ne? Ja. Dann machen wir hier jetzt erstmal entspannten Save. Und ich werde den Speicherstand beim nächsten Mal bis zu Music Man wiederholen. Und ja, dann machen wir ab da weiter. Okay? Ich bin jetzt für heute raus. Ich streame immer nur so 2-3 Stunden. Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen gestreamt, wenn das nicht passiert wäre. Aber so ist es nun mal, Leute. Also von daher, wenn ihr erlaubt, lasst gerne noch ein Like für den Stream da. Würde ich euch eine kleine Videoempfehlung geben für heute. Denn die haben sich einige noch nicht reingezogen. Ja, ja, Roxy, du kannst mich ruhig essen. Mach das. Roxy, mach das. Mach kein Problem. Meine Videoempfehlung, ich bedanke mich ganz herzlich bei den ganzen Leuten, die mir heute Donus reingehauen haben. Insbesondere Josephine, Shadow und Dominik war hier auch gut dabei. Und Franz Dohr sehe ich gerade. Vielen, vielen Dank. Falls ihr möchtet, lasst noch ein bisschen Liebe bei dem Video da, würde ich mich freuen. Und ja, wir sehen uns morgen wieder, oder? Shadow, ich hoffe, du bist morgen auch wieder am Start, Brudi. Also wehe nicht, da bin ich echt traurig. Leuchte so, wie es ist. Morgen 18 Uhr. Ich mache den Stream jetzt gleich fertig. In einer halben Stunde seht ihr den Stream online bei mir auf dem Kanal. Okay? Also Leute, bis morgen um 18 Uhr. Shadow, Dankeschön nochmal für 5 Euro. Bis dann, Freunde. Ich wünsche euch was. Geht einfach auf das Video drauf und einen schönen Abend noch. Like nicht vergessen. Kuss geht raus.